Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video von den HA1 von Tozo. Wir haben die App im Unboxing gerade runtergeladen, wir haben es angeboxt. Wir haben zweimal, also einmal in User Guide und einmal in User Manual hier mit bei. Hier ist ja auch noch ein Aufkleber mit bei, 18 Monate. Ich denke mal Garantie, ich habe es noch nicht übersetzt. Ihr habt ein Klinkenkabel mit bei, Klinke auf Klinke und ein USB-A zu USB-C für Strom. Habe ich im Unboxing alle gezeigt. Und bevor wir Passprobe machen und so, gucken wir uns das jetzt halt hier nochmal an. Habe ich auch schon ein bisschen im Unboxing gemacht und habe schon eine Schwachstelle gefunden. Hier oben, also das ist hier alles Plastik. Ja, das ist hier nicht gepolstert. Das hier oben ist gepolstert. Sieht auch dick aus, aber es ist ziemlich leicht. Kann man das hier eindrücken? Ziemlich leicht. Und hier unten, also praktisch an der Oberseite, hier sind zwei dicke Schrauben, Knubbel. Ja, also die sind jetzt nicht spitz, sind abgerundet. Aber ich glaube schon, dass das auf Dauer wehtun könnte, weil das halt nicht dick gepolstert ist, sondern nur so leicht. Was ich gut finde, groß L und R drin, dass du das halt auch abends bei Schummerlicht gut erkennen kannst. Ich werde es halt für ein Fire TV wahrscheinlich nehmen. Sie kippen so ein bisschen. Und natürlich kann man sie auch so einklappen, um Platz zu sparen. Es ist typisch, Kinder kennt man ja alles. Drehen. So, da seht ihr das vielleicht besser. So. So minimal auf die Seite, aber hier einmal einen Halbkreis rum. Kann man dann praktisch zum Aufhängen so machen und dann kann man sie hinhängen und dann nehmen sie halt auch weniger Platz weg und kann dann Kleinhaken nehmen, weil so würden sie dann so ein bisschen wackeln und so sind sie dann halt. Und dann kann man sie so hinhängen. So, dann haben wir hier den Klinkenanschluss, den USB-C-Anschluss. Denke mal, das ist ein Mikrofon. Das ist Equalizer, also kann ich gerade so erkennen, EQ. Laut leise, weil es langt, das erkennt man. Und das ist der Powerknopf. Und hier ist so eine kleine LED. So. Tragekomfort werden wir gleich machen. Wir werden jetzt erstmal die verbinden. Ich habe schon die App runtergeladen. Zack. Konform. Das Turn-on Bluetooth. Zulassen. So. Jetzt müssen wir hier erstmal 1, 2, 3. So. War ein bisschen mehr als 3 Sekunden, denke ich mal. Die rote Lampe leuchtet oder blinkt. Das ist das, was wichtig ist. Add Gerät. Jetzt ist Bluetooth halt an. Er sucht gerade nach Geräten. Cannot your device please. So, wir verbinden die einfach mal von Hand aus, koppeln. Lautstärke empfohlen. Was die gerade machen, Mensch. Also man muss nicht in der App als erstes suchen, man muss erstmal Bluetooth die verbinden, also koppeln und dann kann man in der App sagen. So, wir sind jetzt bei 90% Akku. Das Erscheinungsbild der App sieht ganz cool aus. Der Kopfhörer schwebt hier. Und hier haben wir dann
Die Kurve, denke ich mal, zum Hören. Wir gucken mal. Ah, hier haben wir dann Produkte. Haben wir noch andere von denen? Also von Tonso, Tutso. Community. Kann man sich wohl austauschen. Explore. Okay, man hört dann, hat dann Regengeräusche und so. Was ist das? Ja, so ein bisschen Melodie. Ich wollte das doch. Ist das doch. Wasser. Okay. So, wir haben hier Equi. My Equi. Nix. Nix. Ah, hier kann man Profile übernehmen, was die Community hier macht. Das hört sich aber auch mit dem Wassergeräusch sehr gut an, muss ich sagen, gerade. So. Firmware, Mac, ID. So, und dann gehen wir mal hier unten rauf. Ah, da kann man dann die Playliste hier. Ich kann ja Post. Dann komme ich auf meine Kamera, also kann ich selber was posten. Equal Collections, Feedback, Activity, My Own Settings, das Rot. Leider alles auf Englisch. Service, mal gucken, ob das schnell geht. Ah, da kann man hier gleich reinschreiben. Das ist ja cool. Produktfeedback. Kann man Bild hochladen, Text schreiben und so. Activity hatten wir schon. Wo muss ich mich denn jetzt hier nochmal anmelden? Oder nur zur Sicherheit? Speichern.
So, ich muss mich jetzt noch mal anmelden. Man hört definitiv einen Unterschied. Ich habe jetzt einfach mal Clear drin. Aber hier sind ganz viele Filter von der Community drin. Oder wie man das halt einstellen möchte. Ich habe aber noch nicht gesehen, wie ich das selber einstellen kann. Mai. Nix. Create by Mai. Nix. Hier habe ich nichts zum Einstellen. Ich mache das mal mit einem Stern. Wie? Please go mal. So, das hängt jetzt hier drinne. Confirm Channel. Also kann ich es rausschmeißen. Aber ich habe jetzt hier noch nicht gefunden, wie ich das selber machen kann. Die Equalizer-Einstellungen. Also das ist mir gerade ein Rätsel, wie ich das jetzt hier einstellen soll. Collections, Archiv, Feedback, Service, Setting. Clear Cache, ja, das ist alles das. Achso, hier kriege ich noch ein neues Device. Wollen wir nicht. Community. Ich kann nur die Reihenfolge ändern. Sind viele Geräusche und so mit bei. Ja. Also es gibt verschiedene Profile, wie ihr gesehen habt, aber ich habe, und es ist leider auch alles Englisch,
Ich habe noch nicht rausgefunden, wie man den Equalizer einstellt. Okay. Okay, ich habe es herausgefunden. Auf der ersten Seite nach unten. Also hoch machen. Bass. Bass Plus. Standard. Wartet mal. So, ich habe mal Spotify angemacht. Jetzt habe ich den Ton doppelt. So. Ja. Aber laut geht's. Brauchen wir nicht so laut machen. Also es passiert auch definitiv was. Oha, da sind ja eigentlich schon viele. Also Elektronik hört sich ganz gut an. Folk. Ist zwar Folk, aber hört sich besser an mit dem anderen. Heavy Metal. Rock. So. Hört sich gut an. Also ich kann nur sagen, wie ich es jetzt empfinde, aber der Druck ist halt auch okay auf dem Kopf. Aber oben, na bis jetzt macht's. Wir wechseln gleich in die andere Ansicht. Nur dass ihr seht halt, mit was ich das teste. Ja, das rocke ich wieder ein bisschen dumpf, da müsste man doch ein anderes Profil wählen. Aber kommt auch gut.
Könnt ihr mal gucken bei Spotify, wenn ihr Spotify habt, oder bei Google oder bei YouTube besser gesagt. Christian Steifen. Ist so fun-mäßig. Ist auch wieder Christian. Honestly. Das kommt auch gut. So. Children of the Dark. Ach, nee, Lieb mich von Mono Inc. Steht meine Tochter total drauf. Und auf Children of the Dark. Ich warte gerade nur noch auf den Refrain, weil da sind ja mehr Instrumente. Ja, sie hört man gut. Ja, lieb mich, wie ich willst. Und noch viel mehr. Das magst du auch. Welcome. Ah, gut. Bei Bass ist wirklich Bass ein bisschen viel. Also da sind auch Lieder von meiner Tochter mit bei, logischerweise. In der normalen Playliste, die wir mit dem Herzen versehen können. Das ist der Original-Soundtrack von der Serie Mila Superstar, was die Älteren vielleicht noch kennen, Volleyball. Kurumi Koba, Koba, Kobato. Ja, falls ihr das suchen wollt, das müsst ihr dann suchen. Ist aber natürlich japanisch, denn wir in Deutschland haben es halt nur am Ende der Serie hört, wo sie halt ja, die Nummer 1 wird. Two, one, two, attack, two. Und das fand ich immer so geil, habe ich ewig gesucht und jetzt habe ich es gefunden. Und das ist halt normal, Mila. Das ist halt, wenn meine Tochter mag natürlich auch Mila. Haben wir schon durchgeguckt. Wir werden es demnächst nochmal gucken. So. Na, da muss ich die Nachricht wegmachen. So, das ist ja Children of the Dark. Der hat ja nicht wiedererkannt. Das ist der von Lacrimosa, der eine. Der hier. You. Ja, sag mal, Spulen hier. Jetzt kommt's. Children Ah, Barrels und Whisky, ja, das ist auch gut. Das hört sich auch gut an. Oh, wartet mal. So, achso, ich bin noch im Zoom. Ich hab's jetzt auf, immer noch. Wir haben jetzt so ein bisschen gerade gehört. Und ich muss sagen, es hört sich vom Ton, hört sich das sehr gut an. Manchmal bei manchen Liedern ist es etwas leise, obwohl ich jetzt auf der fast lautesten Stufe habe. Aber man, also ich meine mal im Vergleich, wenn man ein Lied hört, das hat die Lautstärke und das nächste Lied vielleicht noch hoch und das übernächste ist dann, kann aber natürlich an Spotify auch liegen. So ist der Tragekomfort eigentlich ganz okay. Ich bin mit den Ohren drinne, also drückt doch nicht an den Ohrringen oder irgendwas. Hier oben ist auch gut geschützt. Also wo ich gedacht habe, hier kommen man die Schrauben ran. Wenn ich richtig raufdrücke, merke ich sie. Aber so beim normalen Aufsetzen, so ist schön gepolstert, da nicht.
Also da muss man wirklich von oben rauf drücken. Das ist dann halt ein Problem, wenn man jemanden im Haus hat. Achso, falsche Taste. Wenn man jemanden im Haus hat, der mal vorbeikommt und oben einfach mal raufhaut aus Spaß. Da würde ich vorwarnen, weil dann merkt man die Schrauben wohl ganz schön. Also, wenn ich selber raufdrücke, merke ich sie. Das ist dann kontraproduktiv. Aber wenn man da nicht aktiv jemanden hat, der da raufhaut, geht es vom Tragekomfort eigentlich ganz gut. Auch von der Größe her der Ohrmuscheln. Es ist halt natürlich kein High-End-Headset, logischerweise, weil es wird halt nicht so viel kosten. Den Preis weiß ich jetzt leider aus dem Kopf gar nicht. Aber vom Ton her war das ganz okay eigentlich. Für ein preisgünstiges Headset. Ich werde es auch nachher mal am Fire TV anschließen. Ich habe ja hier die Fernbedienung, die Pro-Fernbedienung. Da habe ich ja hier oben, wo ist es? Da. Die Bluetooth-Taste, dann kann ich ja einfach so mal verbinden und so. Das werden wir uns dann mal angucken. Dann kann ich damit auch stumm schalten und anmachen und ausmachen. Brauche halt Alexa nicht sagen oder auf Einstellungen gehen, einfach Taste drücken. Die werde ich mir auf jeden Fall ans Sofa machen, dass wenn was ist, ich werde mal dann ein bisschen was damit gucken. Und gucken, wie laut da wirklich ist. Oder ob das halt noch ein bisschen lauter vertragen könnte. So, erste Meinung ist okay. Vom Ton her auch okay, manchmal ein bisschen basslastig, aber man hat so viele Profile da. Und ihr habt ja auch gesehen, man hat so viele User-Profile. Also nicht nur die Profile, die sie selber für das Gerät anbieten, sondern noch User-Profile, die halt sich den Equalizer angepasst haben. Da werdet ihr bestimmt fündig, weil da sind so viele drin, du kannst ja ewig suchen. Jo. Und dann würde ich sagen, dann wartet jetzt erstmal. Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde euch das mal verlinken in die Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin.